Hallo und willkommen zu GutNext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Und ich weiß, viele von euch sagen, ganz ehrlich, mir reicht es einfach nicht, dass du mittlerweile seit 2 Jahren über die Produkte von manscaped.com sprichst. Ich werde mir da nichts kaufen, bis du noch ein drittes Jahr darüber gesprochen hast. Dann bin ich erst soweit. Ich bin nicht der Typ, der so früh sich committet, wenn es um Rasierer geht, für den Bart, für den Körper, für untenrum. Die schnelle Nummer mag ich da einfach nicht. Ich möchte noch mehr darüber wissen. Gut, da kann ich natürlich wenig machen, außer immer wieder das Gleiche zu erzählen. Deswegen mache ich es an der Stelle auch wieder. Manscaped.com ist für mich die eine Anlaufstelle für alles, was bei mir so körperlich mit Pflege zu tun hat. Und natürlich auch gerade ne, Haare stutzen, egal ob es jetzt auf dem Kopf ist, im Gesicht oder alles andere. Ihr kennt die Shaver ist das falsche Wort, die Cutter, whatever. Ihr kennt die Werkzeuge mittlerweile, den Lawnmower 5.0, den Weed Whacker, den Handyman, den Beard Hedger. Schaut rein bei Manscaped mit dem Code NEXT20, gibt 20% auf alles. 30 Jahre Geld zurück Garantie, also keiner muss die halb rasierte Katze im Sack kaufen. Und was gibt es noch? Free Shipping. Von daher, checkt es aus, hilft dem ganzen kleinen Programm hier auch weiter. Ne? Und euch mit Sicherheit auch. Dafür stehe ich in meinem gut rasierten Namen. Kommen wir zu den News der Woche. Und der erste Termin, über den wir sprechen müssen, ist auch der erste Termin, über den, glaube ich, die halbe Liga spricht, die ja mittlerweile, oder mehr als die halbe Liga, im Urlaub ist. Ne? Wer nicht mehr am Spielbetrieb teilnimmt, wenn die Playoffs starten, der hat einen Termin, den er ganz dick im Kalender anmarkert, den Termin, der Tag der NBA Draft Lottery, wo ausgelost wird, okay, wer von diesen 14 Mannschaften, die denn dabei sind, in dieser Verlosung, gewinnt denn den ersten Pick der Draft, den zweiten und den dritten. Und danach wird es ja dann so nach Bilanz vom vergangenen Jahr eingeordnet. Und das war am Sonntag. Ne? Ich habe ja live gestreamt mit Dean und was soll ich sagen? Es gab eine Überraschung bei Platz 1, also beim ersten Pick, den haben die Atlanta Hawks mitgenommen, obwohl sie nur 3% dieser Zahlenkombination, das wird ja nicht wie früher, dass da so Umschläge in so einer Trommel sind, sondern es werden Ping-Pong-Bälle gezogen im Hinterzimmer, wo jeweils eine Zahl draufsteht und dann, ich glaube, es sind 4er-Kombinationen, ne? Dann werden 4 Dinger gezogen, die werden hingesetzt und keine Ahnung, wenn es dann 1-1-4-1 ist, okay, wer hat eigentlich diese 1-1-4-1-Geschichte? Ah, okay. Die Atlanta Hawks, herzlichen Glückwunsch, ihr habt den ersten Pick. Und so geht das, wie gesagt, von den ersten dreien und danach wird einfach eingereiht, wie die Reihenfolge dann, je nach der Bilanz aus dem Vorjahr halt dann war. Also Atlanta kriegt den ersten Pick, dann Washington, dann Houston, die kriegen den Pick aus Brooklyn. Auch, ne, es gibt ja dann auch diese Trades, wo entweder ne, Picks getauscht werden können oder halt Trades, die nur stattfinden, wenn der Pick ab einer bestimmten Stelle liegt. Also gibt es zum Beispiel Picks, die sind vielleicht Top 10 protected, also geschützt, dann bleiben die bei dem Team, das ihn bekommen hat. Wenn aber dann der Pick außerhalb der Top 10 liegt, dann geht er an das neue Team. Von daher, ja, also Brooklyn hat den Pick 3, aber der geht nach Houston. San Antonio an 4, Detroit an 5, ja, 4 Plätze nach unten durchgerauscht. Und Atlanta zum Beispiel ist 9 Plätze nach oben gerutscht, Brooklyn 6 Plätze nach oben gerutscht, oder im Fall an Houston. Also Detroit 4 Plätze nach unten an 5, jeweils 3 Plätze abgerutscht. Charlotte und Portland, die an 6 und 7 picken, an 8, 2 abgerutscht. Toronto, deshalb geht der Pick aber jetzt nach San Antonio. Dumm gelaufen. Dann Memphis, dann Utah, dann Chicago an 11, an 12 schicken die Houston Rockets ihren Pick zu den Oklahoma City Thunder. An 13 hängt Sacramento fest und an 14 gibt Golden State den eigenen Pick nach Portland ab. Das war die Draft Lottery. Und jetzt ist natürlich die Aufregung relativ groß, weil eben den ersten Pick nicht eines der Kellerkinder bekommen hat, die eh alle im Neuaufbau sind und wo man denkt, ja gut, dann ziehen die halt den besten Spieler, den sie so ziehen können und dann schauen wir mal weiter. Nein, die Atlanta Hawks sind natürlich eine Mannschaft, die generell schon im kommenden Sommer vielleicht gar kein so geringes Wörtchen mitsprechen wird im Trade- und Free Agent-Theater, weil sie natürlich mit Trae Young, mit DeJounte Murray, vielleicht sogar mit Clint Capella 3 Spieler haben, wo es ja nicht wenige Trade-Gerüchte gab in den letzten Monaten, wo man sich auch überlegen könnte, okay, wenn Landry Fields, der General Manager, der da war und gesmiled hat wie ein Honigkuchenpferd, als er den ersten Pick bekommen hat, wenn der jetzt sagt, okay, also eigentlich wollten wir eh neu anfangen, schon vergangenes Jahr, wir haben nur gewartet, weil wir für DeJounte Murray nicht den richtigen Gegenwert bekommen haben und Trae Young können wir auch gerne traden, dann kann man sich sagen, wir haben jetzt den ersten Pick,
dann lass uns doch anfangen damit. Lass uns anfangen und jetzt wirklich neu aufbauen. Kann passieren. Man hat ja auch mit Jalen Johnson und Onyeka Okongwu zwei junge Spieler, um die man dann auch ein bisschen was drapieren kann. Und dann mit dem ersten Pick, je nachdem, wie man da möchte. Es gibt ja keine klare Nummer 1, wie wir mal Jahr vergangenes Jahr. Es gibt auch keinen klaren Superstar, wenn man ehrlich gesagt. Kann man natürlich dann sagen, okay, jetzt dann machen wir ein neues Team und sind vielleicht noch ein, zwei Jahre schlecht und dann gucken wir mal, was der junge Kern uns da bringt. Allerdings, was ich gerade schon gesagt habe, ist natürlich dann auch ein ziemlicher Dämpfer auf die erste Euphorie vielleicht von Hawks-Fans. Es gibt de facto wohl keinen Superstar in dieser, also kein Talent, was sich da auch nur irgendwie anschickt, ein Superstar zu werden. Wenn man die verschiedenen Mock-Drafts sich anguckt, stehen da viele verschiedene Namen. Holland, Risache, Saar, Topic. Wenn ihr den Podcast mit Torben Adel hat im Premium-Stream gehört habt, bei patreon.com/drehvogt, habt ihr auch mitbekommen, ja, das wird eine Menge gute Spieler geben in dieser Draft, aber jetzt nicht unbedingt vielleicht den Superstar, also nicht den Zion Williamson, nicht den Victor Wembanyama. Von daher für die Hawks natürlich ist schön, wenn man nur eins picken darf, aber dann wäre es sicherlich, es gibt andere Jahre, wo vielleicht so ein erster Pick mehr wert ist. Deswegen denke ich auch nicht, dass dieser erste Pick jetzt eine Zeitenwende in Atlanta auslösen wird. Aber ist natürlich nice to have und Atlanta hat jetzt eine Menge Möglichkeiten. Sagen sie vielleicht, okay, wir traden nicht alle unsere Veteranen-Point Guards und den Center in Capella und fangen neu an mit den Youngstern. Sagen sie vielleicht, hey, was ist denn mit dem ersten Pick plus Trae Young? Was kriegen wir denn dafür? Kriegen wir vielleicht einen Star, der bei uns besser reinpasst oder so? Ich bin nicht sehr gespannt. Also mir dünkt, dass Atlanta eher doch einen Neuaufbau wagt, weil dieses Experiment mit Young und mit Murray jetzt ja nicht wirklich funktioniert hat. Capella wird Free Agent nach der kommenden Saison. Warum nicht neu starten? DeAndre Hunter kann man vielleicht dann auch noch abgeben. Man darf gespannt sein, was da in den nächsten Tagen und Wochen aus Atlanta zu hören ist, was Shams und Woj da tweeten. Überhaupt ist jetzt eh die Zeit, wo man auf jeden Fall bei den beiden auf Twitter hier die Glocke aktivieren muss. Ansonsten danach Washington Rockets, Spurs, Pistons, Magic, Pacers. Ich habe gestern ein Zitat gehört hier von Ryan Russillo, der gemeint hat, er hat mit mehreren Teams gesprochen aus der NBA, die gesagt haben, naja, also wenn man jetzt den ersten Pick hat, in diesem Jahr ist es ungefähr so, als hätte man in einem normalen Jahr den 8. oder irgendwie 9. oder 10. Pick. Von daher kann man davon ausgehen, dass jetzt die Wizards wahrscheinlich da jetzt auch nicht einen Spieler ziehen werden, der sie komplett verändert. Das bräuchten die immer natürlich, weil die ganz am Anfang sind ihres Neuaufbaus. Die Rockets sind natürlich über jeden Spieler wahrscheinlich, der hilft und der solide ist, froh. Spurs, ich habe das ja schon im Stream gesagt, ich glaube Topic, der sich leider gerade am Knie verletzt hat, aber wohl nicht so schwer. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie einen Point Guard vielleicht ziehen, um einen jungen Spieler zu haben, der dann mit, wenn man ja mal zusammen alt wird, dann holt man noch einen Veteran dazu, der ein bisschen anleitet. Mal gucken. Kann auch gut sein, dass aufgrund dieser Problematik, dass es nicht diese Superstars gibt, vorne vielleicht auch ein bisschen Bewegung in den Trademarkt kommt. Warten wir es ab. Auf jeden Fall, glaube ich, steht uns da ein relativ spannender Sommer bevor. Es fehlten noch zwei NBA Awards. Die sind wir dann auch vergeben. Den einen, den haben sie gestern überreicht. Nikola Jokic, zum dritten Mal in 4 Jahren jetzt MVP geworden. Ja, das hatten die Spatzen ja überall schon von den Dächern gepfiffen. Das ist jetzt auch keine Überraschung mehr. Auch vollkommen verdient. Haben wir an der Stelle schon offen drüber gesprochen. Und gestern in Spiel 5 hat er das ja auch noch ein bisschen unterstrichen, dass er durchaus da eine gute Wahl war. Unter anderem gegen Rudy Gobert, der seinen 4. Defensive Player of the Year Award gewonnen hat. Ist damit jetzt gleich aufgezogen mit, ich muss überlegen, mit Ben Wallace und mit Dikembe Mutombo. Sind das die beiden, die auch 4 haben? Oh Gott, das hätte ich vielleicht mal recherchieren sollen, aber ich glaube, das stimmt. Und natürlich dann gestern in Spiel 5 hat dann der MVP gegen den Defensive Player of the Year eine unfassbare Show abgezogen, was da im Low Post angeht. Aber über Gobert und so sprechen wir gleich noch, wenn wir dann im Thema der Woche über die Serien sprechen, die da momentan noch laufen. Auf jeden Fall 2 verdiente Sieger, so wie kann man sagen. Wie gesagt, Wembanyama hat ja selber auch schon angekündigt. So hat er letztes Mal für Rudy, die nächsten Jahre gehören mir. Sind wir sehr gespannt. Ansonsten, es gibt neue Trainer in der NBA in der kommenden Saison. Zum einen in Phoenix. Die haben ja Frank Vogel entlassen und dann relativ schnell auch mit Mike Budenholzer einen namhaften Kandidaten zugeholt. Wahrscheinlich sogar 10 namhaftesten Kandidaten, den es gerade so wirklich realistischerweise auf dem Markt gab. 5 Jahre, 50 Millionen. Er ist 3 Stunden, ich glaube, nördlich von Phoenix in Arizona aufgewachsen. Von daher ein bisschen Homecoming.
ist ein Trainer, der natürlich Meister geworden ist, ein Trainer, der defensiv zumindest in der regulären Saison letzten Jahre da in Milwaukee, bevor er da gehen musste, einen guten Job gemacht hat. Wenn man ihm was vorwerfen konnte, war es oder sollte, war es eher dann so ein bisschen fehlende Anpassungsfähigkeit in den Playoffs und dann auch offensiv vielleicht nicht die größte Innovationslust. Aber das ist eine andere Mannschaft, die er damals hatte. Ist eine Mammutaufgabe, gerade defensiv da etwas aufzuziehen, was wirklich den Namen verdient. Also vielleicht nicht den Namen, das war ja nicht so super schlecht, aber mit den begrenzten Möglichkeiten, die er da haben wird, was so Spieler angeht, die dazukommen, muss er natürlich dann ja, mit der Mannschaft irgendwie klarkommen, die jetzt keinen Ringbeschützer großartig hat bisher. Aber Budenholzer ist auf jeden Fall jemand, der ein Konzept hat, das auch funktioniert, das wissen wir. Aber trotzdem, das ist eine andere Mannschaft hier als in Milwaukee. Da muss man erstmal seine Ideen auch so anbringen. Die Hornets haben ebenfalls einen neuen Übungsleiter. Der coacht aber gerade noch. Der wird sich nicht viel darum kümmern können, wie das nächstes Jahr dann in Charlotte weitergeht. Charles Lee, passt ja auch vom Vornamen her. Der ist allerdings ein Assistent bei den Boston Celtics. War in den letzten Jahren ja auch jemand, der bei vielen, vielen Jobs mit in der Verlosung war bis zum Ende. Das er jetzt bei den Hornets anheuert, zeigt mir, ja, das soll jetzt auch eine langfristige Lösung sein. Mal gucken, was jetzt die Hornets dann noch so geplant haben diesen Sommer. Ne? Was ist mit LaMelo Ball? Er war jetzt wieder lange verletzt mit Brandon Miller zusammen. Ist das jetzt die Zukunft? Mal schauen. Müssen wir abwarten. Aber wie gesagt, der Mann hat ja eh gerade noch zu tun. Und die Lakers, werden jetzt einige fragen, war das mit deren Trainersuche? Ja, die läuft nach wie vor. Shams Charania und vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, der sehr gut connected ist. Er ist ebenfalls, wird ebenfalls von Clutch Sports vertreten, genau wie Anthony Davis und natürlich vor allem LeBron James und ist da natürlich auch ganz gut, denke ich, informiert, was auch da rund bei den Lakers passiert. Und er hat gesagt, also im Endeffekt sind jetzt drei Namen noch auf der Liste oder zumindest drei Favoriten. Ich denke, wir ein paar Namen auf der Liste haben noch dahinter, aber die drei Favoriten sind laut Shams J.J. Redick, James Borrego und Sam Cassell. Also drei Akteure aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ehrlich gesagt. Also mit James Borrego haben wir natürlich jemanden, der aus dem Spurs-Stall kommt, der schon Headcoach war bei den eben erwähnten Charlotte Hornets. Da auch eigentlich ganz guten Job gemacht hat, aber auch jetzt nicht überragt hat, denke ich mal. Ich glaube, so weit kann man da gehen. Aber ein guter, junger Trainer aus dem Popovich-Coaching-Tree. Sam Cassell, selber natürlich NBA-Legende, seit Jahren auch als Assistent unterwegs, war auch eine Zeit lang in jedem Headcoach-Gespräch mit dabei und dann aber irgendwann auch irgendwie nicht mehr so richtig. Ist aber auf jeden Fall jemand, der weiß, wie der Hase läuft, der weiß, wie man mit Stars umgeht, denke ich. Hat ja selber auch mit vielen gespielt und auch selber als Assistant-Coach mit vielen zusammengearbeitet. Und dann eben J.J. Redick, der Podcast-Partner von LeBron James. Gar keine Trainererfahrung. Ich glaube, er hat mal dieses Team seines Sohnes oder so gecoacht, aber eben gesagt, nichts, war auf keiner Bank als Assistent, nirgendwo Headcoach-Erfahrung im College oder so. Das sind schon drei ziemlich unterschiedliche Charaktere und Erfahrungsstufen, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich bin extrem gespannt, wer da jetzt im Endeffekt den Job bekommt. Also ich habe schon, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ich finde, für einen Neueinsteiger wie für Redick ist natürlich L.A., die Lakers mit LeBron, mit diesem Markt, mit den Erwartungen, die es da gibt. Boah, das ist schon verdammt, verdammt hart. Also da glaube ich, wenn man da mal Darvin Ham in einer ruhigen Minute mal fragt, ob das eine gute Idee ist, würde er wahrscheinlich sagen, ja, da wahrscheinlich eher nicht. Borrego ist auch kein ganz alter Hase, aber der hat zumindest schon Headcoaching-Erfahrung und Cassell hat alles gesehen. Aber ich habe es gestern auch im Stream gesagt, wenn man den ersten Coaching-Job, den man annimmt, wenn das halt nicht funktioniert, wenn ihr euch erinnert an Steve Nash zum Beispiel, und es gibt auch viele andere Beispiele, dann ist man stellenweise auch verbrannt und dann gibt es auch die nächste Chance als Head Coach dann vielleicht nicht unbedingt. Und deshalb muss man da ganz genau hingucken. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass es eben nur diese 30 Jobs gibt und wenn man da Nein sagt, kommt dann das nächste Angebot überhaupt. Ganz, ganz schwierig zu entscheiden. Ich bin wahnsinnig gespannt, wer es wird, ehrlich gesagt. Also wenn er mich jetzt fragt, wie würdest du den nehmen? Ich kenne die alle drei natürlich nicht persönlich, aber allein von der Erfahrung, von dem, was sie schon gemacht haben, ich wäre wahrscheinlich bei Borrego am Ende, aber weil ich glaube, er war schon Head Coach und der hatte da
entscheidet auch vielleicht nicht unbedingt sehr viel Hilfe vom Management. Aber ich finde, alle drei sind natürlich auch jetzt keine namhafte Lösung, wie man sie eigentlich erwarten sollte. Das war aber Darvin Ham aber im Endeffekt auch nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich finde die ganze Vibe, den die Lakers da gerade absondern, auch diese Meldung, dass die Lakers sagen, okay, klar, wir zahlen LeBron, was er will, und wir draften Bronny James, wenn er das möchte, mache ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, um die Lakers. Aber warten wir ab, was rauskommt. Bei Pat Beverly ist das rausgekommen. Er wird die ersten vier Spiele der kommenden Saison nicht auf dem Feld stehen. Warum? Erinnert euch an diese Szene, diese unschönen Szenen, muss man ehrlich aber auch sagen, am Ende der Serie der Bucks gegen die Pacers. Dieser Ballwurf, oder Ballwürfe waren es sogar zwei, ne? Gegen einen Fan oder eine Fanin, glaube ich. Ne? Dafür kriegt er jetzt vier Spiele Sperre. Ich glaube, es gab auch die Polizei hat auch Untersuchungen angestellt, wahrscheinlich wegen Körperverletzung oder so. Keine Ahnung, was da rausgekommen ist oder rauskommt. Fakt ist, vier Spiele raus, passt vollkommen. Denke ich, hätte auch ein bisschen mehr sein können, wenn wir ehrlich sind. Auf jeden Fall Patrick Beverly weit übers Ziel ausgeschossen, hat sich auch entschuldigt und so, gar keine Frage. Aber das geht im Endeffekt nicht. Was geht, wäre natürlich noch eventuell noch ein Spiel zur deutschen Primetime. Am Wochenende hatten wir ja ein bisschen Pech. Auf der einen Seite hatten wir ein geiles Spiel zwischen Oklahoma City und Dallas am Samstag und dann am Sonntag Indiana gegen die Knicks. Das war natürlich so ein bisschen, ja, Blowout, Flasche leer, leider bei den Knicks. Jetzt haben sich ja ein Spiel 5 dann rehabilitiert, aber das war natürlich eines Abschlusses zur Primetime, zur deutschen Primetime. Vielleicht ein bisschen unwürdig, dieses Spiel, aber wenn alles gut läuft, also heißt, wenn es bei New York gegen Indianapolis eine siebte Partie gibt, dann, und das steht bei ESPN zum Beispiel, dann wird diese Partie am kommenden Sonntag um 21.30 Uhr angesetzt. Lasst uns alle, also ich weiß, es gibt eine Menge Knicks-Fans, die sagen vielleicht, nee, also das kann ich drauf verzichten, es wäre schon schön, wenn das Ganze in 6 Spielen zu Ende geht. Okay, kann ich vollkommen nachvollziehen. Alle anderen, mich eingeschlossen, lassen einfach alle, weiß ich nicht, das herbei wünschen, dass wir nochmal dieses siebte Spiel um 21.30 Uhr bekommen. Nicht nur, weil ich es dann wahrscheinlich kommentieren würde, sondern generell, weil danach wird es nicht mehr geben. Also ab den Conference Finals ist klar, dass es dann sonntags und samstags keine Primetime-Spiele mehr gibt. Und sagt, ich könnte noch auf eins, ich glaube, könnten wir alle, drücken wir da die Daumen, dass noch was kommt. Kann es noch ein zweites Primetime-Spiel geben? Das steht noch nicht ganz so fest. Also ich glaube eigentlich, ich kann mal kurz nebenbei gucken, ob sich da noch was geupdatet hat bei der NBA, weil manchmal wundert man sich, dass dann doch irgendwie mitten in der Woche noch irgendwelche Sachen sich am gleichen Tag manchmal noch ändern. Aber wenn wir jetzt vielleicht überall Game 7 sehen, da hätten wir sicher alle nichts gegen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da noch eine andere Partie eventuell kommt. Aber das müsste dann, wenn ich das richtig verstehe, Oklahoma City gegen Dallas sein. Weil am Samstag Boston und Cleveland, Spiel 6, wenn es das denn braucht, das wäre um 2.30 Uhr. Ich sage so oder so. Das wäre dann aber, wie gesagt, vom Freitag auf Samstag. Und Oklahoma City, Dallas. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht 21.30 Uhr laufen würde und dann Minnesota gegen Denver eventuell dann von Freitag auf Sonntag läuft. Wir werden es abwarten müssen. Stay tuned. Umso mehr Spiel 7 es gibt, umso höher sind natürlich die Chancen, dass da was passiert. Ansonsten würde ich sagen, machen wir eine kurze Auszeit und dann sprechen wir über die Playoffs, was da gerade so los ist.
Ja. Ach so. Alles gut, alles gut. Ich bin gleich da. Heute mal ein Rapid Reaction mit einer Timeout in eigener Sache. Deswegen, alle, die es jetzt als Podcast hören, werden es nicht sehen. Aber wir machen ja dieses Magazin. Wer sind wir? Einige der besten, wahrscheinlich sogar die besten Basketball-Autoren, die wir in Deutschland haben. Kommt kurz zusammen. Heute mal in eigener Sache. Got Next, the Magazine. Ihr hört ja schon Got Next, den Podcast. Es gibt aber auch The Magazine, ein quasi Coffee-Table-Book, was quartalsweise rauskommt, immer zu einem übergreifenden Thema in Sachen Basketball. Ne? Aktuell gibt es bei uns im Ladenregal die Kobe-Ausgabe, alles über Kobe Bryant und seine Welt. Dann ist ebenfalls noch zu haben die Sonderausgabe über die Jahre von Dirk Nowitzki in der deutschen Nationalmannschaft. Die Geschichte von diesen Teams erzählt von den Spielern, die damals dabei waren. Die hatten sie alle im Call, ne, ob sie nun Arik Babu, Femerling, Demirel, wen vergesse ich, Lüttke, wie sie alle hießen, hatten wir da auch Nowitzki. Das gibt es zu kaufen. Das ist einfach Inside-Geschichten, die ihr noch nie irgendwo gelesen habt. Dann gibt es natürlich auch noch die Ausgabe über das Jahr 1992. Vielleicht das wichtigste Jahr in der Geschichte des modernen Basketballs. Ohne dieses Jahr wäre wahrscheinlich auch gerade hier dieser Podcast nicht da, weil alles, was wir für modernen Basketball nennen, auch gerade in Deutschland, lässt sich auf 1992 zurückverfolgen. Wie gesagt, das gibt es bei uns im Shop, gotnextmag.de/shop. Mir würde es einfach das Herz aufgehen lassen, wenn der Shop bald komplett leer ist, wenn ihr einfach über Basketball geile Geschichten lesen könnt und vielleicht ein bisschen was lernt und einfach unser kleines Unternehmen hier supportet, weil wir sind natürlich nur ja, der Marc, der Jan und ich, wir drei leiten das Ganze, da haben wir ein paar Autoren aus Deutschland, die besten Basketball-Autoren, glaube ich, die wir haben derzeit. Es ist ein absolutes Liebhaberprojekt und ja, jede Ausgabe, die verkauft wird, ja, hilft natürlich, das Ganze zu erhalten. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn das was für euch ist. gotnextmag.de/shop. Und jetzt weiter mit dem Thema der Woche. Was ist los in den noch laufenden Playoff-Serien? Und ich möchte einen kurzen Überblick geben, was so meine Gedanken sind zu der jeweiligen Serie. Bei manchen Serien ist es ein bisschen mehr, bei manchen ist das ein bisschen weniger. Den Anfang möchte ich machen mit dem Spiel, was ich heute Morgen mir angeguckt habe. Denver gegen Minnesota, Spiel 5. Die Geschichte der Serie bisher ist ja relativ schnell erzählt. Die ersten beiden Spiele in Denver, Minnesota kommt rein, ballert gerade in Spiel 2 Denver weg, Denver totgesagt. Einfach unglaublich physische Defense von Minnesota. Und gewinnt das Ganze. Und man fragt sich, okay, 0-2, absolut im Rücken zur Wand, natürlich jetzt der Champion. Sind sie nicht wirklich ein bisschen zu flach besetzt auf der Bank? Wie gesund ist eigentlich Jamal Murray? Ist der Joker wirklich so gut, wie alle immer sagen? Weil dann müsste er jetzt eigentlich einmal übernehmen. Dann kommt Spiel 3. Denver gewinnt Spiel 3, wo man sagen konnte, okay, ne, also war auch, wie gesagt, Rücken zur Wand. Die wollten es mehr als das, als Minnesota jetzt, oder die brauchten es mehr. Ich finde es eigentlich mal blöd, dieses, die wollten es mehr. Aber am Ende des Tages, Desperate Teams spielen eben auch ein bisschen anders als Teams, die ein gewisses Polster haben. Und dann kommt Spiel 4, aber Minnesota kann eben das nicht kontern, obwohl sie ja dann natürlich auch
schon relativ desperate halt sind, weil du nicht 2-2 zurückfahren willst nach Denver. Genauso kommt es aber, und dann geht es nach Denver in dieses Spiel 5. Und ich hatte das Vorspiel viel gesagt, dass ich dachte, okay, das wäre jetzt vielleicht die Partie, wo Jokic irgendwie 40 auflegt oder 45, weil er natürlich im 1 gegen 1 nicht wirklich zu halten ist. Und du, wenn du gegen ihn spielst, dir immer ein bisschen so die Frage stellen musst in so einer Serie, okay, vielleicht ist es besser, wir sagen, er kriegt halt seine 45, aber wir haben alle anderen im Griff. Wir haben Aaron Gordon im Griff, wir haben Jamal Murray im Griff und dann gucken wir mal, ob die Herren KCP, Brown, Holiday, wie sie alle heißen, Porter, ob die ihre Dreier so weit treffen, dass sie dann trotzdem gewinnen. Und gestern war dieses Spiel 5 und Nikola Jokic, also wenn es noch irgendwelche Zweifler gegeben hat, dass er der rechtmäßige MVP ist, und ich weiß, der MVP ist eine reguläre Saisongeschichte. Das war eine Masterclass. Chefskiss an Nikola Jokic. All das, was Nikola Jokic einfach so einzigartig macht. Und ich glaube immer noch, dass viele das nicht, wie soll ich das sagen, wahrhaben wollen, ist das falsche Wort. Viele es nicht zugeben und sich vielleicht auch selber nicht eingestehen wollen, dass einer, der nicht aussieht wie ein absoluter NBA-Abo-Allstar, ist einer, der eben nicht aussieht wie der prototypische NBA-Basketballspieler. Dass der beste Spieler gerade der Welt ist und nicht erst seit heute. Das war gestern alles zu sehen, warum er das ist. Ob es jetzt unfassbare Post-Moves waren. Und das sind ja nicht Post-Moves, die, keine Ahnung, die man früher von Kevin McHale, es gab früher so Lehrvideos, wenn ihr Call of Game hört, dann wisst ihr, ich habe damals in der Highschool so ein Lehrvideo gehabt, weil das bei den Schuhen von Converse mitkam, die wir damals bekommen haben. Und da habe ich mir das alles angeguckt und irgendwie nachgemacht. So, das sind nicht diese Moves. Ne? Das ist natürlich auch schön, was Kevin McHale gemacht hat, aber Kevin McHale war im Textbook, ne? Up and Under, Drop Steps, ne? Pivot, Haken, etc. Was Nikola Jokic macht, das steht in keinem Buch. Das findet ihr nicht. Und es gibt eine Menge von diesen Skills-Coaches da draußen, die Außenspieler die wildesten Sachen machen lassen. Durch die wildesten Schrittfolgen, Finish mit Linksabspringer, mit Linkswerfen, mit Rechtsabspringer, mit Rechtswerfen, ne, irgendwelche Step-Throughs, whatever. Da sieht man natürlich ab und zu dann auch mal wirklich wilde Finishes und so. Aber das Äquivalent dazu ist das, was gerade gestern oder heute Morgen eben Jokic da am Lobpost gezeigt hat. Und das sind solche unorthodoxen Bewegungen auf der einen Seite, dass ein Punkt, den man als Defense ja hat, als Defense muss man eigentlich immer reagieren, aber wenn ich in der Defense gewisse Erfahrungen habe, gewisse Skills habe und die Fähigkeit, gewisse Sachen zu antizipieren, kann ich natürlich in der Offensive zum Stück weit die Sachen nehmen, die sie gerne macht, oder ich bin darauf vorbereitet, wenn eine bestimmte Bewegung kommt. Also wenn euch beispielsweise an den Dream Shake erinnert von Hakeem Olajuwon, warum war der dann so effektiv? Naja, weil das eben tolle Fakes waren, die aneinander gereiht wurden, wo man am Ende dann auch nicht mehr wusste, okay, ist es jetzt, geht er jetzt unten durch, fadet er weg. Und da war es immer dann so ein Ratespiel für die Defense und da hat natürlich immer dann Olajuwon den Vorteil. Genauso ist es hier jetzt auch. Jokic macht so wilde Sachen, die nicht wirklich vorhersehbar sind, dass du als Verteidiger immer erstmal diese halbe Sekunde zu spät bist. Und dann ist es ja so, dass er nicht einfach sich irgendwelche Moves ausdenken, dann wirft er den Ball hoch und danach wird dann auf serbokratisch gebetet, dass dieses Ding da bitte irgendwie durch den Ring fällt, sondern der Mann hat ja ein Händchen. Ich meine, also wenn man das sieht, mir fehlen da wirklich die Worte. Was für ein weiches Handgelenk der hat, wie der in der Lage ist, selbst, es gab einen Move heute Morgen, wo er einfach nur so einen Schritt zur Seite macht, glaube ich, mit rechts und Push-Shot, aber mit rechts auch gar nicht richtig abspringt. Einfach nur, um diesen Platz herzustellen zu Gobert, zu einem der besten Verteidiger, die wir haben auf der Welt, um den Ball einfach so reinzuchippen. Und das ist eine Bewegung, ich habe auch echt morgen überlegt, ich habe doch früher auch Center gespielt, so in der Jugend. Ich hatte auch immer meine Post-Moves und so. Habe ich irgendwann mal sowas gemacht, also einfach irgendwie auch nur vor Shits und Giggles beim Aufwärmen. Und dann die Antwort ist einfach nein. Weil man, also wenn ihr überlegt, ihr steht vor jemandem, 1 gegen 1 im Post und
ihr müsst euch irgendwie jetzt überlegen, auch in vielleicht einer gewissen Stresssituation, wenn man den Ball in der Zone hat und dann ist er schon 21, 22, 2 Sekunden schon um. Und jetzt muss ich einen Move machen, dass ich irgendwie da einen Korb machen kann. Dann mache ich natürlich irgendwas, was ich schon 100.000 Mal gemacht habe, was ich variabel verfügbar habe, ne, in meinem Motorkortex. Und dann mache ich diese Bewegung. Aber ich mache doch nicht einfach einen Schritt zur Seite, weil ich weiß, da habe ich dann diese 30 oder 50 Zentimeter, die ich nach rechts mehr Platz habe. Und ich nehme einfach einen Wurf, ohne großartig abzuspringen, der nicht mal ein Wurf ist, sondern eigentlich mehr ein Floater, ohne dass ich auch nur den Boden verlasse. Das ist eine, wie soll ich das nennen, eine offensive Kreativität und ein Outside-the-Box-Denken, das ich einfach so noch nie gesehen habe. Also wirklich noch nie gesehen habe. Denn bei den allermeisten Spielern, die dann Dinge machen, also Pässe, ne, die vielleicht eine gewisse Kreativität haben, früher bei Bird oder so, oder Luca oder auch LeBron ab und zu. Ja, na klar, ne, da sieht man vielleicht dann einen Pass, den man sonst nie gesehen hat, aber denkt man sich, okay, alles klar, verstehe ich aber. Und dann, wenn dann gewisse Pässe dann ein paar Mal gesehen wurden, dann sind die auch drin im Kopf. Aber wie gesagt, was Jokic da gemacht hat, offensiv stellenweise, war einfach sowas jeweils von Gut und Böse und jenseits jeglicher Konvention. Das erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Ibrahimovic. Wenn er, ne, ich überlege, was der stellenweise auf dem Feld gemacht hat im Fußball, was für Dinge der da drauf genagelt hat. So ungefähr. Und das ist einfach verrückt, was der gemacht hat. Und dazu dann noch diese Pässe, die er stellenweise gespielt hat jetzt wieder, die einfach auch aus einem räumlichen und zeitlichen Verständnis für das, was da passiert, entspringen, wo ich wirklich dafür plädieren würde, dass wenn der irgendwann mal stirbt, und hoffentlich dauert es noch ewig, dass dann, wie bei Einstein, einfach sein Gehirn rausgenommen wird, bevor sie ihn verbuddeln oder verbrennen und einfach sagen, okay, das tun wir jetzt hier in Formaldehyd oder was immer dann der Neustand Technik ist. Und ich möchte, dass wir das scheibchenweise untersuchen, um zu gucken, was da eigentlich los war. Weil es ist so unfassbar, was der Typ da macht. Von daher, ja, absolute Masterclass. Und Minnesota sicherlich hat defensiv Möglichkeiten, da ihm Sache auch noch ein bisschen schwerer zu machen, weil er einfach keine Fehler gemacht, wirklich. Auch, glaube ich, keine Turnover. Ne? Und man kann sich ein bisschen früher doppeln, vielleicht. Man kann ein bisschen früher ihn auch vielleicht noch körperlich angehen. Aber einen richtigen Vorwurf möchte ich da gar nicht machen. Und das bringt mich zu Gobert. Ich war einigermaßen erstaunt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht, dass heute Morgen da Social Media voll war mit, oh, guck dir mal Gobert an, wie kannst du Defensive Player of the Year sein, wenn dich, und das finde ich immer so schön, dass das dann auch so eingedeutscht wurde, wenn dich Nikola Jokic so kocht. Okay, das ist halt, so sagen das die jungen Leute halt. Aber vielleicht sollten die jungen Leute dann auch ein bisschen gucken, dass sie auch ein bisschen über Basketball lernen dazu. Denn ich habe gerade schon beschrieben, was Jokic einzigartig macht. Und ich bin alt genug, dass ich mich erinnern kann, als eben zum Beispiel Olajuwon auf seiner Höhe seines Schaffens waren, aber auch kleinere Spieler wie zum Beispiel Jordan. Dass immer gesagt wurde, naja, also alleine stoppst du den nicht, wahrscheinlich stoppst du ihn auch gar nicht, du brauchst auf jeden Fall aber ein Team-Effort. Das ist ein Team-Effort, eine Team-Taktik, um diesen Spieler einzudämmen. Deswegen haben die Detroit Pistons damals nicht gesagt, ja, das macht halt Dumas oder das macht halt Rodman, sondern die haben gesagt, wir haben die Jordan Rules. Wir haben Regeln, wie wir, ne, wo er auf dem Feld ist, ob er den Ball schon gedribbelt hat oder nicht, mit wem er da steht, da haben wir Regeln, wie wir das defensiv angehen wollen. Und dann machen wir das und das ist der beste Plan, den wir haben. So, die haben nicht gesagt, hey, wir haben einen guten Verteidiger, Rodman, einer der besten aller Zeiten, mach das mal, der ganze Rest ist dann egal. Warum haben die das nicht gesagt? Die hatten doch Rodman, die hatten doch Joe Dumas, einen der besten Guard-Verteidiger. Ja, weil auch schon Ende der 80er man relativ genau wusste, ja, bei den absoluten Überfliegern, die ein bisschen was können am Ball, da reicht es wahrscheinlich nicht aus, einfach einen guten Verteidiger zu haben, weil das sind ja nicht umsonst Superstars. Und die Defense muss eben immer auch reagieren, wie gesagt, das, was die Offense eigentlich macht. Außer du presst ohne Ende, aber dann wirst du vielleicht einfach auch überlaufen. Von daher zurück zu Gobert. Gobert da 1-gegen-1 spielen zu lassen, hat natürlich irgendwo diesen Kern einer Hoffnung in sich, dass man sagt, ne, das ist nun mal einfach ein wahnsinnig guter Verteidiger, das ist ein toller Shotblocker, das ist eine tolle Länge. Wenn der da dran ist, dann hat das vielleicht einen gewissen Effekt. Der Hauptgrund aber, warum man ihn da dran stellt alleine, ist zum einen, weil man sagt, gut, wir haben keine andere Möglichkeit, das zu machen. Also wir können Karl Anthony Towns da hinstellen und er deckt dann Aaron Gordon und man nimmt so ein bisschen den Dunker-Spot dann weg. Das haben wir ja in Spiel 1 und Spiel 2 gesehen. Okay, klar, das kann man machen. Das klappt aber dann auch nur bedingt.
weil dann eben Jokic und Co. auch andere Lösungen einfach mal haben. Vor allem ist es dann aber so, dass, und ich will jetzt Karl-Anthony Towns nicht zu nahe treten, aber dass dann Jokic gegen den wahrscheinlich schlechtesten Big-Man-Verteidiger, den wir da haben, in der Serie rangeht. Und einer, ich habe nur eine Zahl rausgesucht gehabt, eben in Karl-Anthony Towns, bei dem einfach es so ist, und es ist jetzt nur eine Statistik, ihr könnt gerne andere Statistiken ransuchen, die es vielleicht das Ganze dann ad absurdum führen, aber die Verteidigung, oder sagen wir mal, die Offensive der Denver Nuggets ist um 10 Punkte besser, wenn Karl-Anthony Towns auf dem Feld steht in dieser Serie versus wenn er sitzt. Wenn man sich mal Plus und Minus anguckt in Spiel 5, da war also die ziemlich ganze erste 5 der Timberwolves war so bei minus 14, 16, 17, 18. Bis auf einen. Der war bei minus 2. Das war Rudy Gobert. Plus Minus ist auch keine perfekte Statistik. Ich möchte damit nur sagen, dass das Narrativ, dass Rudy Gobert eine Wurst ist in der Defensive und nie Defensive Player of the Year werden können, weil er gegen Nikola Jokic nicht zurechtkommt, da muss man einfach sagen, das ist wahnsinnig kurz gedacht und hat eigentlich mit der Realität wenig zu tun. Und muss man auch sagen, wenn das das einzige Kriterium ist für einen elitären Verteidiger, dass der beste Spieler der Liga den halt frisch macht, gut, das ist dann natürlich eine relativ kognitiv gewagte These, aber gibt es ja viele Menschen, die gewagte Thesen ins Netz schreiben. Für meinen Begriff ist Karl-Anthony Towns ein Riesenproblem für die Timberwolves. Nicht, dass er unspielbar ist oder sowas. Soweit würde ich da gar nicht gehen. Aber es gab jetzt auch wieder in dieser Partie ein paar Szenen, wo man ultimativ vielleicht auch mal genau gucken müsste, was die Absprache waren, aber wo er zumindest ziemlich nah dran war, bei komplett freien Korblegern und defensiven Breakdowns der Timberwolves. Nochmal, das kann auch manchmal der kleinere Spieler sein, vielleicht, der nicht das Switch gehört hat oder so. Aber es ist schon auffällig, wie oft Towns da in Situationen ist, die damit Playoff-Basketball, Playoff-Defense wenig zu tun haben. Und dass sowas dann nicht diskutiert wird und im Gegenteil dann derjenige, dessen Zahlen ja einfach auch, und die Defense ist 2 Punkte besser auf 100 Ballbesitze mit Gobert auf dem Feld, versus wenn er sitzt, dass der jetzt schuld an allem sein soll, muss ich ehrlich sagen, dass das ist ein intellektuelles Rückzugsgefecht, auf das man sich nicht einlassen sollte, ehrlich gesagt. Von daher, ich bin wahnsinnig gespannt, was Spiel 6 bringt. Ob Minnesota es schafft, Anthony Edwards wieder reinzubringen in die Partie. Auch da war vielleicht die Überreaktion mit der ganzen Jordan-Sohn-Nummer eher Clickbait als Analyse, wenn wir ehrlich sind. Ich bin echt gespannt. Deswegen wird es ein wahnsinniger Charaktertest für Minnesota, die auch generell als Mannschaft fand ich so ein, zwei wirkliche Wackler drin, die mir das Spiel gekostet haben. Das Spiel war lange knapp, witzigerweise. Und ich habe immer gedacht, Moment mal, wie ist es eigentlich? Sind es nur 6 oder 8 Punkte? Das hätten doch eigentlich längst schon 16, 18 sein müssen. Aber sie haben es irgendwie geschafft, dabei zu bleiben. Und dann am Ende hat es dann aber eben einfach nicht gereicht. Auch weil Edwards nie übernehmen konnte. Und weil ich auch wirklich nach wie vor der Meinung bin, dass sie nicht mehr diese Sachen abseits des Balles also physisch machen dürfen, die die Refs gerade in Spiel 2 erlaubt haben. Und dann sagt, dann haben sie einfach diese Breakdowns. Wenn ihr euch an die 3, eigentlich waren es ja 4 Offensiv-Fouls in Folge erinnert, das sind natürlich auch Killer in solchen Partien, die eigentlich ja in der Regel knapp sind. Wenn du da dann, ich weiß nicht, wie viele Punkte sie aus diesen 3 Angriffen, wo sie, wie gesagt, 3 miteinander klare Offensiv-Fouls begangen haben, wie viel sie da kassiert haben. Aber das, sie sind schon, zumindest jetzt nach den ersten beiden Partien, in den 3 Spielen danach, an wichtigen, wichtigen Stellen waren sie einfach sehr unkonzentriert und haben wirklich krasse Fehler gemacht, die dann im Endeffekt in solchen Partien Unterschied machen. Und ich bin sehr gespannt, ob sie da jetzt in Spiel 6 gegensteuern können. Momentan mache ich mir, also würde ich eher sagen, es endet in 6 als in 7. Aber ich glaube, Spiel 7 wünschen wir uns alle. Von daher kommen wir zu Oklahoma City gegen Dallas. Da würde ich auch sagen, wünschen wir uns alle 7 Spiele. Aber da fand ich auch, dass dieses vierte Spiel einfach wild war für meine Begriffe. Also ich hatte das ganze Zeit das Gefühl, okay, Oklahoma City, die kriegen irgendwie nicht ihren Lauf. Die stückeln sich das zusammen. Das war natürlich besser offensiv, als es in Spiel 3 war. Aber es wirkte irgendwie, dass Dallas das bekam, nicht unbedingt, was sie primär wollten. Es war ja wenig Platz für Irving, wenig Platz für Doncic. Aber zum Beispiel gerade im ersten Halbzeit waren ja viele, viele
Rollman, die den Ball bekommen haben, dann gescored haben. Und ich dachte mir, gut, solange die Defensive von Dallas so steht, dann wahrscheinlich gewinnen sie dieses Spiel. Und dann kam natürlich Shai Gilgeous-Alexander am Ende übernommen und Kyrie Irving und Luka Doncic konnten es nicht. Die haben wenig Platz. Luka hat es nach der Partie gesagt, dass er meinte, ja gut, die doppeln mich halt, die doppeln Kai. Unsere Rollenspieler müssen dann die Würfe treffen, wenn wir zum Korb gehen, kommen fünf Mann. Das beschreibt sie auch ganz gut. Und natürlich, PJ Washington, der hatte jetzt ein paar unfassbare Performances, aber kann das wohl auch nicht jedes Mal mit 35 abrufen, also mit 35 Punkten oder mehr. Von daher ist natürlich die große Aufgabe jetzt für Dallas zu sehen, wie kriegen wir Kyrie, wie kriegen wir Luka da mehr involviert. Und bei Luka, also Lukas Performance, gerade auch jetzt in Spiel 4, das ist natürlich auch eine Gemengelage an wirklich, soll ich das sagen, an besorgniserregenden Looks, die er einem so gibt. Auf verschiedensten Arten und Weisen. Also zum einen ist es so, dass er natürlich diese Kniegeschichte hat und auch ein bisschen Fuß. Und er sagt ja auch selber, er wird bis zum Ende der Playoffs sicherlich nicht 100% sein oder schmerzfrei sein, sagen wir es mal so. Und das sieht man auch. Also es scheint Tage zu geben wie in Spiel 3, wo das alles kein Problem ist, wo er sich auch abdrücken kann in seine Stepbacks. Wenn das Knie aber natürlich schmerzt bei diesen Abdruckaktionen, jeder, der vielleicht im Knie mal so ein bisschen auch vielleicht Meniskus sowas hatte und ein bisschen dann bei Schritten was gemerkt hat, der weiß ja, wenn du dann was machst und dann zieht so ein bisschen rein, danach einen Wurf zu nehmen und auch noch einen Wurf, der so motorisch schwierig ist wie so ein Stepback, das ist schon schwierig bis unmöglich, das so konstant dann halt durchzuziehen. Gleichzeitig wirkt er dann auch defensiv ein paar Mal arg langsam, ich meine, jetzt kann man sagen, ist ja immer irgendwie relativ langsam, ja, aber nicht dann so. Also es waren schon ein paar Szenen dabei, das war wieder sehr, sehr Torero und das hatte man ja zwischendurch einfach gar nicht bei ihm gesehen. Dann stellenweise läuft es auch wieder defensiv, dass er dann auch da ist. Ich glaube, er hat halt wirklich da ab und zu Schmerzen, er merkt halt irgendwas im Knie und es ist halt schwer für ihn, dann da irgendwie einen Rhythmus zu finden. Hinzu kommt eben die Sache mit den Referees, dieses ewige Diskutieren. Das ist natürlich bei ihm eine Geschichte, die wir schon öfter mal gesehen haben. Es war wohl auch zwischendurch mal besser während der Saison. Aber wenn man dann sieht, er hat vorne seine Probleme, man sieht, er meckert so viel, man sieht, er springt dann neben dem Referee her und erzählt da irgendwas ihm. Stellenweise muss man auch sagen, läuft er dann vielleicht auch nicht wirklich mit vollem Speed zurück. Solche Sachen. Das ist natürlich alles nicht förderlich. Nicht für die eigene Leistung, nicht fürs Team wahrscheinlich, auch nicht wahrscheinlich für das Standing bei den Referees. Von ihm erwartet man jetzt eigentlich gerade in Spiel 5 natürlich eine Reaktion, dass da was passiert im Sinne von, er übernimmt mal eine Partie und man schaut mal, wie es dann weitergeht. Mal gucken, ob er das jetzt in sich hat. Bei Kyrie Irving, der eigentlich jetzt nicht so verletzt ist, sage ich mal, wie Doncic, da könnte man ja eher erwarten, dass da jetzt mal Übernahme erfolgt. Er hat aber natürlich bisher eigentlich das gegeben, was das Spiel ihm gegeben hat. Also eben die Pässe zu den freien Mitspielern. Deswegen hatte er auch dann diese relativ vielen Assists, relativ wenig Würfe, 10 Würfe pro Spiel. Glaube ich, in der ersten Serie waren es 20. Und das ist wahrscheinlich, für mich zumindest, wäre das der Punkt, wo ich jetzt als Jason Kidd und Co. als erstes ansetzen würde. Wie kriegen wir Kyrie Irving mehr in so Scoring-Situationen? Nehmen wir jetzt Zeit und sagen, hey, wir brauchen ein bisschen mehr Aggressivität. Ob es jetzt direkt off the bounce ist, mit irgendwelchen Mitteldistanz-Geschichten. Ob wir ihn irgendwie in Handoffs bringen, dass er schwerer gedoppelt werden kann. Ist halt schwierig, wenn die ganze Zone vollgestellt wird mit Thunderspielern und eigentlich der Ball raus immer der richtige ist und da die Leute stehen, die eigentlich ganz gut treffen. Natürlich kann man das auch in den Griff bekommen, wenn man gut verteidigt, Transition angreift, dann ist es natürlich auch schwerer, die Mauer da in der Zone aufzuziehen. Ich denke, das wird noch eine lange Serie werden. Auch weil natürlich auf der anderen Seite Shai Gilgeous-Alexander stellenweise auch Probleme hat, da hinzukommen, wo er möchte. Ne? Der muss ja aus der Mitteldistanz auch sein Ding machen. Beide setzen ja darauf, dass eben Spieler aus der zweiten Reihe das Spiel gewinnen müssen. Boah, ich hoffe einfach auf 7 Spiele. Aber dann kann ich mir vorstellen, dass die Partie in Spiel 7 so richtig hässlich wird. Also so richtig low scoring. Aber hoffen wir drauf. Das ist auf jeden Fall, das sind 2 Serien im Westen, die einfach wirklich down to the wire gehen können. Und ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Im Osten, tja, ich meine, bei Boston gegen Cleveland, da gibt es jetzt die große Diskussion, ist das für Boston der leichteste Weg aller Zeiten in die NBA Finals?
bin ich immer ein bisschen verwundert, dass das dann direkt auch von US-Kollegen und nicht nur irgendwie von Social-Media-Usern kolportiert wird, weil ich mir denke, also ich weiß nicht, wie schwer der Weg von Bill Russell und Bob Cousy 1962 war oder der Weg der Lakers 1970 oder so. Ich weiß nicht, ob die in Finals 1970. Ich kann auch nicht wirklich sagen, wie schwer der Weg der Washington Bullets war in den 70ern, als sie gewonnen haben. Oder von den Sonics. Was ich damit sagen würde, mit aller Zeiten finde ich immer schwierig, damit zu hantieren. Man kann natürlich gucken, hey, wie sieht es ja aus seit 2000, von mir ist auch seit 1990. Und man kann sich mal angucken, wie gut waren die Teams eigentlich in den jeweiligen Jahren. Dann muss man natürlich aber auch sehr ins Detail gehen und sehen, war da irgendwer verletzt und so. Fakt ist aber natürlich, dass die grundlegende Prämisse, das ist schon ein relativ leichter Weg für Boston, dass die nicht falsch ist. Ne? Weil natürlich sie in Miami jetzt einen Gegner hatten, da fehlt Jimmy Butler, Punkt. Ne? Einer der zwei besten Spieler. Das ist natürlich eine herbe Schwächung. Jetzt gegen Cleveland hatte man ein Spiel abgegeben und jetzt in Spiel 4 fehlte aber Donovan Mitchell, der klar beste Spieler. Trotzdem hatte man da bis zum Schluss dann schon ein kompetitives Spiel. Man selber hat natürlich auch keinen Kristaps Porzingis, das muss man auch dazu sagen. Von daher, ja, also je nachdem, wer jetzt dann wartet in den Conference Finals, ob es die Knicks sind oder die Pacers. Bei den Knicks würde man ja sagen, wenn OG Anunoby nicht wieder eingreifen kann, naja, auch arg dezimiert durch Verletzungen. Und auf der anderen Seite die Pacers, wenn sie schaffen, sagt man wahrscheinlich, okay, die sind schon alle fit. Aber defensiv natürlich wahrscheinlich ohne wirkliche Handhabe. Und ob die es über Offense regeln können in den Conference Finals, das müssen wir erstmal abwarten. Von daher, und außerdem New York und Indiana hat, glaube ich, keiner vor der Saison irgendwie in den Conference Finals, geschweige denn in den NBA Finals gesehen. Also von daher wäre es auch sowieso ein Gegner, der jetzt nicht unbedingt mit dem ganz großen Format dort auftaucht. Aber warten wir es ab. Boston, natürlich klarer Favorit gegen Cleveland, die haben das gut gemacht. Dann auch ohne Mitchell, gar keine Frage. Aber es hatte so ein bisschen für mich den Vibe so des letzten Aufbäumens. Und jetzt geht Spiel 5 wieder zurück nach Boston. Und ich denke, da macht dann auch der Favorit, also die Celtics, den Sack zu. Spiel 5 in New York haben wir gestern schon gesehen. Dean Walle war ja für Got Next da. Er hat auch mit sehr Hartenstein sprechen können. Das mische ich gleich hier nach als Premium-Podcast für patreon.com/drevogt ab für alle Unterstützer. Das könnt ihr danach noch hören. New York, ja, glaube ich, genau die ist die Blaupause rausgeholt, die man braucht, um dieses Spiel zu gewinnen. Brunson mit 40, tolle Energie, hat natürlich auch Körner gespart in Spiel 4. Das ist, glaube ich, dann immer nicht übel, wenn man da artig weiß jetzt, ne, Rücken zur Wand und dann halt auch in diese Partie geht, vor den eigenen Fans, mit einer unglaublichen Energie. Auch Hartenstein in der ersten Halbzeit war einfach unfassbar. Von daher, das war ein guter Sieg, aber wie eigentlich schon die ganzen Playoffs, es geht um Jalen Brunson. Jalen Brunson muss quasi 40 machen, glaube ich, damit sie ihre Spiele gewinnen. Unfassbar, was der leistet in diesen Playoffs. Das, wie gesagt, wir haben letztes, glaube ich, ja schon und auch als er noch in Dallas damals übernommen hatte, gesagt, krass, wo kommt das alles her? Aber was das jetzt gerade ist, das ist so ein intensives Offensivspiel und er investiert so unfassbar viel in seine Körbe. Und diese Mannschaft braucht jeden Einzelnen davon. Das ist wirklich eine der heroischen Leistungen, glaube ich, die wir in den letzten Jahren so gesehen haben von einem Spieler, der eben nicht, weiß ich nicht, LeBron James in den Finals damals ohne Love und ohne Irving, also jemand, von dem man ja erwartet, der kann Übermenschliches leisten. Das ist ja bei Jalen Brunson nie wirklich der Fall gewesen. Das ist wirklich für mich also die krasseste Entwicklung von allen Stars, die wir in diesen Playoffs haben. Und auf eine weirde Art und Weise würde ich gerne sehen, was in New York los ist, wenn sie wirklich in die Conference Finals gegen die Boston Celtics einziehen und vielleicht sogar in die NBA Finals, weil ich meine, die feiern ja schon jeden Playoff-Sieg so, als wären sie Weltmeister geworden. Nach wie vor denke ich, dass die Gefahr ziemlich real ist, dass, wenn es wirklich 7 Spiele werden, dass der Tank der Knicks einfach wahnsinnig leer ist und man dann einfach davon ausgehen muss, dass vielleicht sogar, auch wenn dann Spiel 7 natürlich in New York stattfindet, dass da dann aber auch die Anzeige auf empty steht und dass dann einfach Indiana das Ding nach Hause nimmt. Aber warten wir es ab. Auf jeden Fall geile Serie, intensiv. Der Garden hat gerockt. Also 3 von 4 Serien auf echt. Also stellen wir es auf wahnsinnig hohem Niveau, basketballerisch, stellenweise vielleicht auf Basketball nicht auf dem höchsten Niveau, aber einfach intensiv und spannend. Und ich glaube, mehr,
mehr können wir uns da erstmal jetzt gerade Stand heute nicht wünschen, außer dass wir vielleicht in 3 von 4 Fällen Game 7 haben. Das wäre ganz schön. In diesem Sinne, und das war's dann schon für heute, wie gesagt, für alle, die Supporter sind oder ganz schnell werden wollen, patreon.com/drevogt, da gibt es nachher die Eindrücke von Dean Walle aus dem Lockerroom von Pacers gegen Knicks gestern Spiel 5. Wenn ihr nochmal den Livestream euch angucken wollt von gestern Abend, da so ab Stunde 3 oder 4 schalte ich ja dann live im Stream in den Madison Square Garden zu Dean Walle, der dann da vom Courtside saß und wir haben dann kurz gequatscht darüber alles. Und das wartet euch auf YouTube, bei Twitch auch mal noch. In diesem Sinne, euch formidablen Mittwoch noch und wir hören uns euch am Freitag wieder, spätestens dann mit dem Fragen-Podcast etc. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.